Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story, der großen Plattmacher-Aktion. Ja, weil wir leider immer noch dabei sind. Also ich denke, sowohl ihr als auch ich sind dann froh, wenn das irgendwann mal ein ebenes Land ist. Und ja, wir uns immer noch überlegen müssen, von wo bis wo wir flatten wollen. Oh, am ersten so sieht's gut aus. Also noch mal eine Erdschicht hier so drauf packen. Vorbei an dem Berg hier. Aber erstmal müssen wir dafür hier fertig werden. Wir müssen ja noch die Deckschicht auftragen. Dann kommt noch mal eine Ebene mit Holz. Und da muss dann noch mal eine Deckschicht drauf, dass wir die Höhe hier erreichen. Und erst dann sind wir wirklich so weit, dass wir noch hier abtragen und hier einmal auffüllen müssen. Was aber auch noch ein bisschen dauern könnte. Und ja, ich gebe zu, ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich viel kommentieren soll. Das merkt man ja in den Videos auch, dass ich ziemlich wenig zu sagen habe, weil ja, ich auch nur zusehen kann, wie unsere Bricktrons die meiste Zeit dasselbe machen, nämlich hier abtragen, da auffüllen. Ja, in der Zwischenzeit können wir ja über Gott und die Welt reden. Nein, lieber nicht. Nichts gegen Gott. Aber ich glaube, damit langweile ich hier alle nur. Ich könnte ja die Bibel holen und anfangen, Psalme vorzulesen. Ob ich da nicht andere Probleme dann kriege auf YouTube. Lieber nicht, oder? Gucken wir lieber zu, wie unsere Bricktrons. Was hast denn du schon wieder da unten getrieben? Du hast da ein Loch reingehauen. Garantiert. Ihr macht immer so komische Sachen, ey. Und es ist eigentlich auch ordentliche Ressourcenverschwendung, was wir hier machen, wenn ich mir überlege, was wir da schon an Eisen und Glowstone. Ist es Glowstone oder ist es Brimstone heißt's, ja. Das vergesse ich auch immer wieder. Im Deutschen ist es ja Schwefel.
Wobei das echt eine gute Frage ist, wie übersetzt man Schwefel ins Deutsche? Hier läuft wieder einer auf der Stelle. Wie übersetzt man Brimstone ins Deutsche? Nicht Schwefel, Schwefel ist Deutsch. Ja. Und ja, ist es nicht eigentlich ein bisschen gemein, dass Bricktrons keine Hosen haben? Gründen wir doch einfach die Hosen für Bricktrons. Das Hosen für Bricktrons Movement, so. Die Hosen für Bricktrons Bewegung, ah. Heute ist mein Englisch zu Deutsch ziemlich schlecht. Deswegen ist es vielleicht doch besser, wenn ich ruhig bin, anstatt dass ich so viel Müll labere. Ich will ja immerhin ein seriöser Let's Player sein. Ja, heute scheinen sie ziemlich zielstrebig zu arbeiten. Eine Line nach der anderen kommen gerade keine komischen Tetris-Blöcke zum Vorschein. Was geht hier schon wieder ab? Hat der gerade Mumm gesagt? Ist mir auch noch nie aufgefallen, dass ein Projekt von sagt. Muss ich ehrlich zugeben. Also ja, ernsthaft. So. Besser. Ja, ich bin wirklich erstaunt, dass die Bricktrons mal sauber auffüllen können. Das hätte ich erwartet, dass hier schon irgendwelche Linien und Muster reingezogen werden.
Aber ja, wir haben schon drei Ebenen wieder abgetragen hier von unserem Berg. Die vierte macht auch schon einen guten Anfang. Du bist schon voll, weil du das Zeug von Deimos geklaut hast. Hydra, schäm dich. Ich frage mich, ob manche Victors einfach einen Kleptoman-Skill haben. Dachte gerade, sieht ein bisschen komisch aus, aber ist alles in Ordnung. So, das hast du gut gemacht, Zeps. Sehr gut. Wie auch immer das immer wieder klappt. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist Absicht, damit man selber noch ein bisschen mehr micromanagen muss. Und um den Schwierigkeitsgrad etwas. Oh, jetzt fangen sie an, hier wieder ihre Muster zu machen. Weil ich jetzt einfach so dreist war und den Auffüllbereich verschoben habe. Meine, wie kann ich sowas nur tun? Indem ich es einfach tue, ich weiß. Versteckt sie gerne unter der Treppe. Ja, unsere Tetris-Muster sind wieder da. Wenn ich jetzt anfange, die Tetris-Melodie so zu summen, ob ich dann ein Copyright-Marking kriege? Sollen wir es mal ausprobieren? Nein, lieber nicht. Ich glaube nämlich, dass ich dann eher euch verscheuchen werde. Na, Steinvorräte gehen so einigermaßen.
Ja, wie sieht's da drüben aus? Also hier sieht's gut aus. Im Augenblick jedenfalls. Guckt euch den komischen Haufen an, den sie da schon geschaffen haben. Krass, oder? Und ja, es wird wieder übelst dunkel, ey. Na, der Corrupt Moon ist aber schon. Oh, hat aber schon ein Stück zurückgelegt. Ist aber schon gut gewandert, so wollte ich sagen. Ja. Ah, da hat schon wieder einer. Steil liegen lassen.